Hallo Hallöchen Leutings und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Rise of the Tomb Raider Endurance Mode. Mit dabei ist... Erdekeks. Genau, und bevor wir wieder hier bei Expedition reingehen, gehen wir erstmal auf unseren Marktplatz, denn wir haben hier 15 Geschenke. 15 hast du? Ja. Ich hab 5. Hast du jemals welche aufgemacht? Nö. Oh gut, dann ist das nicht verwunderlich. Gut, dann gebe ich ja, dann fange ich jetzt mal an. Überlebender Pack, mach auf. Fang mal an mit Herausforderung. Neue Karten freigeschaltet, Überlebender Pack. Ja, alle Karten umdrehen oder was? Adaptiergewehr, Verfolger, Sanitäter. Aha. Alter Hornbogen. Wow, das ist perfekt. Langsamer Schuss. Gewehre haben eine deutlich niedrige Schussfrequenz. Wieso sollte ich so eine Karte nehmen? Ja, muss ich die Karten... Jetzt sag ich mal, muss ich da jetzt eine von anklicken, oder? Nee, einfach nur zurück. Achso. Wenn du die verkaufen willst. Nee, will ich ja nicht. So, Jägerpack. Ich habe eine jetzt verkauft. Alle umdrehen. Ich nehme einfach alle und dann gucken wir, was wir haben. Zusatzmagazin, langsam. Mann, schon wieder so eine blöde Karte. In Flammenpack. Alle Karten umdrehen. Uiuiui. Was ist das? Das ist ja geil. Feinde stehen immer im Brand und sind immun gegen Feuerschaden. Pyromanisch. Sie erhalten unbegrenzte Feuerpfeile, aber eine geringere Gesundheit. Oder auf kleiner Flamme senkt die Munitionsverbrauchsrate. Das hört sich gut an. So, Leben und Tod Pack. Alle Karten umdrehen. Sacra Umbra, Gewehr der Sacra Umbra, Rüstung, geil. Großkopffeinde haben große... Was? Große Köpfe. Und den Binnenkörper, Ausweichmanöver, Feinde weichen allen Nahkampfangriffen aus. Hühnerbombe. Schnelle Genesung, schnelles Verbinden, schnelle Gesundheitsregeneration. Man lebt nur einmal. Wenn sie sterben, endet dieses Wiederholungsspiel sofort. Aha. Durchkreuzte Plänepack. Gut, also ich bin fertig. Ja, ich habe noch ein bisschen. Und ich werde jetzt eins machen. Was? Gag, gag, die allerneueste Technik in Sachen Geflügelkriegsführung. Hühnerbombe, geworfene Hühner explodieren beim Aufprall. Spielwürdigung. Pack. Gene explodieren bei einem Kopftreffer. Das ist geil, das nehme ich mit rein. Großkopf-Lara. Geil. Ich mache jetzt einfach mal alle auf. Ich kann jetzt nicht immer alles vorlesen. Wir nehmen schon seit 3 Minuten auf. Das geht gar nicht. Unaufhaltsam Pack. Cool, gewährt alle. Das ist geil, die ist gut. Gewährt alle Rang 1 und Rang 2 Fähigkeiten der 3 Fähigkeitsbäume. Bastion der Hoffnung, Meister. Gewährt die Bastion der Hoffnung Rüstung sowie alle Fähigkeiten der Jägerkämpfer und Überleben der Fähigkeitsbäume. Das ist geil, die Karte nehme ich mit rein, auf jeden Fall. Also, ich habe auch Großkopf und Regenbogenspur. So, Ausdauermodus-Pack, jetzt geht's los. Ach du Scheiße, der Hunger nimmt mit jedem vergehenden Tag zu. Nee. Da haben wir ja jetzt schon Probleme mit. Also ich glaube, wir können uns diesmal sehr, sehr gut ausrüsten. Ich glaube auch. Ich habe jetzt hier jede Menge Ausdauerbelohnungen noch und da sind sehr, sehr gute Karten bei. Ach ja, genau. Bevor wir alle auf Bereit klicken, schauen wir uns aber erstmal, dass wir beide gut, ne, hinkommen halt, ne? Hä? Ja, weil einige dann immer, weil wir beide dann immer so schnell auf Bereit klicken und dann sind wir noch nicht so ganz fertig. Richtig, stimmt. Ich muss mal alle Karten umdrehen. Cool. Ich hab jetzt einfach meine ganzen Credits aus. Ah, ich habe nicht genug Credits. Oh, heiliges Feuer.
Ich habe richtig gute Belohnungen bekommen. Nicht du. Ja, Feinde besitzen doppelt so starke Standardpanzerung. Ich glaube, es nö, es hakt. Ausgriffsgewehr besitzt sämtliche Upgrades. Geil. So, ich habe noch drei Geschenke. Moment. Kalte Kennst du Finsternispack. das? Kalte Finsternispack. Ich tue doch mal den Ausdauermodus her. Ah, das ist Unbehagliches jetzt hier schon Feuerlöcher. dieses Pack für. Ja, das dürfte ich jetzt eigentlich noch gar nicht aufmachen, aber ist mir egal. Erstmal das Baba Yaga-Kartenpack. Die dürfte ich alle noch gar nicht aufmachen eigentlich. Aber ist egal, ich mach's trotzdem. Und 20-jähriges Jubiläum-Pack. Alle Karten umdrehen. Ist eine ganze Menge gutes Zeug beim. So, ich habe alle Geschenke und ich würde sagen, ich lade einfach mal ein. Ich bin schon drin, warte. Ja, dann schick du mir was. Genau, Shift und Tab funktioniert. Peng, Verbindung wird hergestellt. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir müssen uns auch irgendwie. Alter, ich habe fast so viel XP wie du. Das ist sehr gut. Schwierigkeitsgrad nehme ich den niedrigsten. Du musst wissen, was du für dich nimmst. Wir haben übrigens vom letzten Mal, ich wollte es ja noch reinschneiden, habe es dann doch nicht gemacht. Unser Rekord gestern war Tage 9. Danach haben wir uns holen lassen müssen, weil wir beide irgendwie schon am Ende waren. Und wir schauen mal, ob wir das heute überboten kriegen. Aber wir sind heute auch besser aufgerüstet. So, ich drücke auf Fortfahren, ne? So, Team überleben. Infektion. Feinde werden durch infizierte Feinde ersetzt. Okay, das ist, als wenn man es wirklich krass haben will. Okay. Okay, Angel of Darkness würde ich jetzt nicht nochmal gerne mitnehmen. So. Ich kann schon komplett reingeskillt reingehen. Ist das normal? Ha? Ich kann komplett reingeskillt reingehen. Ja. Das Erlegen von Feinden gewährt eine kleine Menge Wärme. Ich muss erstmal durchgucken. Ich glaube, wir können eh bloß zwei Karten mit reinnehmen, oder? Richtig. Okay. Dann will ich auf jeden Fall Gewehre, Schrotflinten. Ich hab alles. Ich klicke auf bereit. Bist du auch soweit? Ich bin noch nicht bereit, warte. Okay. Bögen. Ich will gerne mal unbedingt diesen Bogen mit reinnehmen. Ich habe jetzt schon minus 80%, aber scheißegal, dafür sind wir gerüstet. Schlaue Moment, die Stachelbogen. zweite Karte nehme ich nochmal raus. Recurve-Bogen. Oder alter Hornbogen. Ah. Ich will unbedingt diesen Bogen haben. Ich habe vorher einen Compound-Bogen gehabt, das weiß ich. Wo ist der? Ich hab alles. Ja, ich bin gut gerüstet, Leute, die es sehen können. Kekse, ich verrat's einfach mal. Oder siehst du das selber noch, was ich für Karten genommen habe? Nee, ich sieh's nicht. Also, einmal habe ich Angel of Darkness Meister. Gewährt das Angel of Darkness Design sowie alle Fähigkeiten der Jägerkämpfer und Überleben der Fähigkeitsbäume. Und dann Giftigkeit. Gewährt unbegrenzte Giftpfeile. Wir werden sie brauchen. Also, das mit den Fähigkeiten habe ich auch. Bloß halt mit einem anderen Outfit. Ja, Oder ich mit hätte einem auch. Henley-Shirt. Warte mal, ich guck mal. Und bei dem anderen schaue ich gerade, aber ich finde meinen Recurve-Bogen nicht. Ich habe gerade Rotz gemacht. Nochmal. Ich kann auch Eins. Regenbogen hinter mir herziehen. Oh.
In der Nähe von Feinden, die durch Pfeile sterben, verlangsamt sich die Zeit. Geil. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal den Ich habe Bogen was anderes noch mitnehmen. gesehen. Ich habe dasselbe mit dem Meister noch für was anderes gehabt. Gut, es gilt als Kartenbonus minus 85%, aber ist halt geil. Ah, nee, Geisterbiber Meister habe ich. So, bist du bereit? Warte. Ja. Oh! Du hast jetzt nicht gerade aus Versehen woanders hingedrückt, so wie ich eben auch, und musst die Karten neu wählen, oder? Ja. Scheißdreck. Beeil dich, du hast noch 45 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir ja so einen hohen Kartenbonus? Wir haben doch beide welche mit irrsinnig hoher Dings. 100% haben wir jetzt. Ich habe mich dann doch mal ein bisschen passender angezogen. Antarktis-Outfit-Meister. Hihihihi. Aha, Feinde werden durch infizierte Feinde ersetzt. Dein Ernst? Nein, ich will es ja nicht. Pionier-Outfit-Meister. Gewährt das Pionier-Outfit sowie alle Fähigkeiten der Jägerkämpfer und ich kann es also doch sehen. Minus Traum. 135%, Traumstahl 5 gewährt die Alter. Upgrades der Traumstahlbogens. Aha. Ich glaube doch, man sieht die Karten jetzt auch. Doch, ja. Ich sehe deine, du siehst meine. Mit. Ich habe mich auch ein bisschen passender angezogen für die Antarktis. Und das ruckelt nicht. Ja. Bei mir jetzt schon ein bisschen. Nee, bei mir nicht. Doch, jetzt. So, ja, es geht doch. Jetzt geht's wieder höher. Also, wir sind jetzt gut ausgerüstet. Bloß ich wollte jetzt nicht als Lara in AOD rumrennen. Ich nehme das Antarktis-Outfit, das ist Ja, auf passend. Dauer nervt das ein bisschen. Das ist kein Rise of the Tomb Raider. Ja, ich spiele mit Tomb Raider 3 Lara. Oder beziehungsweise Genau, mit dem Outfit. mit dem Outfit. Ne? Mit Tut dem mir auch geil, wenn jetzt die Original Tomb Raider 3 Outfit, ja. Lara da stehen würde. Schön mit allen ihren Kanten und Ecken. Tun wir da eins? Skin habe ich. Hätte ich auch benutzen können, aber ich war ein Ja, bisschen luftig gewährt gerade. unbegrenzte Giftpfeile. Ist das nicht geil? Die können wir auf jeden Fall bei dem. Bären. Und den Unsterblichen. Genau. Also du bist für den Bär und für die Unsterblichen zuständig. Toll. Wir werden noch was ganz anderes machen. Und zwar, wir werden. Boah, warum gehen die Frameraten jetzt so? Jetzt. Wir werden uns erst hier die Krypta suchen. Und da gehen wir beide rein. Also, erstmal müssen wir uns jetzt irgendwie pimpen. Also, erstmal Nahrung und Wärme kriegen. Und dann gehen wir in die Krypten und machen unsere Fähigkeitspunkte, weil ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte irgendwas geskillt gehabt, dass ich zusätzlich Munition hatte. Und ich hatte, glaube ich, am Ende hast du nachher noch geschrien, ich habe keine Munition mehr. Und ich so, also ich ziehe, also bei mir wird sie immer mehr. Ich verballer ohne Ende und sie wird mehr. Das hatte ich nämlich. Irgendwas hatte ich da. Das frage mich aber nicht, was. Deswegen, also dafür braucht man auf jeden Fall jede Menge Fähigkeitspunkte, um das zu skillen, weil das ist wichtig. Aber haben wir nicht alle Fähigkeitspunkte jetzt eigentlich durch die Outfits? Stimmt. Das sehen wir ja dann. Wir werden Es sei uns denn, es trotzdem. gibt ihr noch irgendwelche special, Ja, geile klar. Wir haben den Dings, Fähigkeitsrang so 1, 2 fette. und 3. Gab es nicht immer noch den die Meisterfähigkeiten? So, oder war das im Vorgänger? Was ist hier gerade passiert? Das hat keinen Sinn. Die Ich will ja nichts Altersfreigabe sagen, aber ist ich habe einen sofort Black verloren. Screen. Also, ich sehe die Untertitel und das alles, aber ich habe keine Map. Nein, nein, oder? Das sehen wir dann gleich. Trinity wird hier überall sein, bevor wir eine weitere Du Expedition hast auch den starten. alten Die Hornbogen. Artefakte sind hier Ich draußen. weiß es nicht, ich Sie sehe haben sie nichts. Ich gefunden. sehe nur meine Sie haben Untertitel sie und meine freigelassen. Fraps-Zahl. Großartig, Jetzt. dass du das Ich sehe sagst. was. Einmal so. Viel Glück da draußen. Alter, wir sind komplett geskillt. So, also wenn jetzt was schief läuft, ne? Warte noch kurz. Ich muss kurz warten, bis meine Map sich geladen hat. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Ich muss kurz warten, bis meine Map sich geladen hat. Das kann gerade. Bis meine Map ist so. Jetzt. So, gehe ich vor? Wir gehen jagen. Alter, ich bin voll geskillt. Das ist ein bisschen ungewohnt jetzt. Ja, ist es. Zusätzliches Essen. Hebe ich auf, bis ich es brauche. Was machst du da? Kannst du nicht Essen? gescheit jagen? Warum? Wo bist du? Da. Hast du einen Reh getötet? Nein, Wildschwein. Was da? Bestimmt werden jetzt einige sagen, ist halt so dumm, weil ihr so viel geskillt habt jetzt. Aber wir haben ja davor Macht auch doch immer nicht ohne Spaß. gespielt, ohne Skills. Dafür kriegen wir diese Geschenke doch. Warum sollen wir sie denn nicht nutzen, wenn wir sie. Warum Wir haben kriegen wir sie denn, wenn wir sie nicht nutzen dürfen? Sagen wir es anfangs mal so. gar keine Karten benutzt, so. So ist es. So, ich gehe mal auf den Baum. Vom Baum aus jagen. Kommst du mit?
Jo. Ist da irgendwas? Nein. Uah. Autsch. Exotisches Tier in der Nähe. Wie komme ich denn da drauf? Alter, das Ding ist mit einem Schuss tot gegangen. Wir sind halt mega geskillt. So, Nahrung haben wir voll. Wir brauchen jetzt langsam Wärme, ne? Schade, dass die Outfits kein Dings, keine. Wärmebonus. Ja, irgendwie sowas, weil ich wäre dann genau richtig angezogen. Nö, ich auch. Antarktis-Outfit? Sibiri? Ja, du auch. Okay, wir lassen uns mal in, ja, in die Richtung gehen, wo du bist. Ja, Wärme. Alter. Das ist total geil. Ja, macht Spaß. Ich hätte Regenbogen-Ding nehmen sollen. Nimm die Federn mit. Federn? Welche Federn? Ich habe da gerade einen Vogel getötet. Skillig, wie ich mal wieder war. Alter, wie mein Lara einfach fliegen lernt gerade. Ich schaue hier in der Zeit mal, ob die Luft rein ist. Das ist ein Vogel. Ach, da ist der Vogel. Alter, es ist voll geil, wenn du 7 Pfeile auf einmal herstellen kannst, statt 3. Wo bist du? Da. So, die Luft ist hier rein. Wir können es aber auf einem Bäumen ausjagen. Haben wir letztens nicht gekonnt. Doch. Naja, zum Ich Schluss habe nicht. ich habe es nachher zum Schluss gekonnt. Ja, weil du Pilze. es geskillt hast. Ich hatte alles geskillt nachher zum Schluss. Ich hatte wirklich nichts mehr Unnötiges mehr, was ich nicht hätte. Aber jetzt haben wir ja wirklich alles. Oh, wir brauchen Wärme. Los jetzt. Komm, wir kriegen auch 3 statt 1. Nee, gar nicht. Scheiße. Das ist die alte Pistenraupe. Die Richtung ist schon richtig. Ach, ich hasse Fraps hier. Nö, ich habe 56 Bilder. Warte mal kurz. Ja, ich schaue schon mal, ob die Luft rein ist. Was habe ich denn an Waffen? Siehst du, ich habe ja unbegrenzte Giftpfeile. Hihi, die werde ich gleich mal ausrüsten. Die werden wir gleich brauchen. Guck mal, hier ist was. Hier wird dann auch Wärme sein. Ja, das ist das Dings Basislager. Die Ruinen. Ja, von Trinity. So, dann gucken wir mal, ob wir alles geskillt haben. Jo. Jo. Wir sind komplett geskillt, dann wird das Überleben ja wohl jetzt kein Problem sein. Willst du eine Lampe mitnehmen? Ja. Okay. Damit wenigstens einer Der erwärmen kann. Bogen ist auch komplett ausgeskillt. Geil. Es wird alles komplett ausgeskillt, auch die normalen Waffen, die wir haben. Später. Ruin. Wo bist du? Ich glaube, Trinity ist in der Nähe, oder? Nö, nö, nö. Aua! Jetzt bin ich in unser Basislager reingefallen. Nee, die Waffen sind nicht komplett. Doch, sind sie. Doch, der Bogen ist komplett geskillt. Wahnsinn. Doch, Trinity ist hier. Okay. Sag Bescheid, wo? Ich habe tödliche Giftfolgen. Und unbegrenzte Giftpfeile, aber es wird Nacht. Hier ist eine Lampe, ist das deine? Okay. Ja, wir Auch müssen. eben einer. In der Nacht wird es viel gefährlicher sein. Macht doch nichts, wir sind doch geskillt. Kixi hat einen Unterschlupf entdeckt. So, kurz gucken. So lasse ich die Lampe los. Alles klar. Ich muss nämlich wissen, wie der Knopf ist. Hallo Trinity. Aua.
Ich will ja nichts sagen. Ich habe da mal eben One-Shot, einen von Trinity umgelegt. Mit einer lilanen Giftwolke. Pixie. Ja? Eine lilane Giftwolke. Ja, ja, das ist die Spezialattacke von dem. Ja? Mein Wildschwein hat gebrannt. Ja, ich habe gar keine Gift. Wollte ich nur sagen. Mein Wildschwein hat gebrannt. So, wollen wir Trinity mal ausnehmen? Oh. Habe ich schon. Mach nichts, ich helfe gleich. Aber sie bewegt sich auch viel geschmeidiger, finde ich. Man kann jetzt auch meinen Fraps zeigen, dass ich heute höre. Kriegst du ein Kaninchen, nicht? Nein. Du bist schlechter Jäger, ganz ehrlich. Dir wird kalt. Mann! Wie schlecht bist du? Ich weiß nicht, ich bin so ungeduldig. Deswegen habe ich eine Autozielfunktion, gut davon mal ab. Hat Vorteile. Baum, 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 baum. Holz, Pilze, Holz. Die ist kalt, ne? Mhm. Okay. Dann komm zurück zu der Tonne da, genau. Ich komme da auch gleich hin, mir wird nämlich auch gerade ein bisschen kalt. Was schießt du da? Kaninchen. Achso. Sag doch was, ich helfe dir doch. Es ist tot. Ich erledige mal Trinity, ne? Scheißdreck. Kommst mit? Mhm. Jetzt zeigt dir Meister Alex mal, wie es geht. Ach, das ist besser. Das ist größer, das Ding, das kann ich töten. Kaninchen. Wildschwein. Wildschwein, Kaninchen, was darf es noch sein? Das Geile ist, ich habe ja unbegrenzte Giftpfeile, ne? Mhm. Das heißt also auch so viel, wie wenn ich einen normalen Pfeil habe, dann schieße ich halt mit Giftpfeilen und du mit normalen Pfeilen. Eigentlich kann ja gar keine Munition mehr ausgehen. Bei der Skill-Art nicht mehr, ne. Du bist voll OP, Alter. Ja, ich habe auch das geile Outfit. Aber ich hoffe, ich verliere die Karte nicht. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Doch, die verliere ich? Aha. Dann müssen wir heute durchziehen. Hier könnte ich ein Feuer anzünden. Könntest du, Lara. Wie sieht es bei dir mit der Wärme aus? Okay. Oh, es wird morgen. Ich hab hier. Mich warm halten. Das hält dich auch warm, Lara. Achso, ich habe ein Repetiergewehr, genau. Das ist nicht geskillt. Nee, nur der Bogen. Macht aber nichts, der Bogen ist die wichtigste Waffe. So, ich habe volles Fressen und alles. Wollen wir mal eine Krypta aufsuchen? Jo. Können wir machen. Na denn. Wo bist du? Hier unten. Ich kenne nur die Abkürzung. Hi. Hi. Ach, schade. Hast du es auch nicht geschafft? Nee. Was? Auf was hast du da geschossen? Auf nichts. Oh, ich habe eine Pfeile voll. Nur 25? Ach ja, genau, ich muss erst einen Köcher machen. Mach dir Giftpfeile, wenn du hast. Falls du mal allein unterwegs bist.